Ich bin Mariela Starkmann, ich bin Guide und ich führe die Menschen zu ihrer Klarheit. Die Lebensweise, die ich gerade ausprobiere, ist das Fasten. Heute, zweiter Tag, viel schöner als der gestrige. Was nicht heißt, dass der gestrige nicht gut war, nur gestern war es mir ab mittags so ein bisschen wattig und schwindlig. Das war heute früh noch so und ich dachte erstmal, ich werde den Tag dann wohl doch eher schlafend, ruhend, meditierend verbringen. War aber ganz anders, weil kaum aufgestanden und einen Tee gekocht, ging es mir super gut. Meinem Darm geht es auch super gut, aber der hat nicht so mitgeholfen, wie ich es mir gewünscht habe. Geplant habe ich, alle zwei Tage der Darmentleerung zu helfen, aber mein Darm war gestern genauso fleißig wie sonst auch. Das heißt, jetzt habe ich einfach nochmal bewusst mich dazu entschieden, ein Glas extra Bittersalz zu trinken. Und juhu, es hat geholfen. Passt perfekt. Ansonsten ist der Tag auch wie zum Bäume ausreißen. Also ich fühle mich kraftvoll, motiviert. Es passt richtig gut. Ich möchte jetzt nicht sagen anders als sonst. Das ist sicher noch zu nah am Anfang vom Fastenbeginn, weil ja die Ernährung, die ich normalerweise habe, schon recht nah alleine mal am Entlastungstag ist. Ich beobachte es weiter. Zum Mut machen, Fasten ist wirklich prima. Und dass man am Anfang vielleicht mal ein bisschen wattig müde ist, denke ich, ist total in Ordnung. Ein Thema, was mir im Vorfeld wichtig war, war Nüchternschmerz. Von Nüchternschmerz habe ich erst von dem Begriff im Zusammenhang mit Fasten gelesen. Das bedeutet, es sind eigentlich die gleichen Magenschmerzen, die ich habe, die du kennst, wenn man mal nicht genug gegessen hat. Hat man ja beim Fasten mehr oder weniger permanent. Meine Sorge war, oh, was ist, wenn es mir gut geht, aber ich habe Nüchternschmerz. Zum einen glaube ich ja an die Einstellung, das heißt, ich habe darauf nicht meinen Fokus gelegt. Und zum anderen wollte ich von dem Thema auch insgesamt gar nichts mehr wissen und ich kann dir sagen, Nüchternschmerz ist bei mir kein einziger gewesen und ich glaube auch, dass es wirklich mit den beiden Aspekten zu tun hat. Dritter Aspekt, ich trinke wirklich total viel, absolut total viel. Und da kommen wir jetzt schon zu meinem Hauptthema von dem Video, Heimvorteil. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, bei der Manuela gelingt das Fasten ja schon recht gut, weil sie hat die Ernährungsweise und sie trinkt viel. Der Punkt ist, natürlich könnte man jetzt sagen, da habe ich einen Heimvorteil bei der Lebensweise Fasten. Gleichwohl ist es für mich viel eher ein Beweis, was bringt diese Lebensweise. Nämlich, wenn sie Fasten dann sogar verhältnismäßig einfach macht und als ich vor 20 Jahren das erste Mal davon gehört habe, dachte ich mir, oh mein Gott, was ist das denn? Das wird ja bestimmt furchtbar. Hat ein Arbeitskollege damals gemacht. Ach, nichts essen und müde sein. War für mich damals eher noch was Schreckliches. Hat sich in den Jahren entwickelt als, wow, muss total toll sein für Heilung und Reinigung. So erlebe ich es auch. Und wenn dich Fasten interessiert, kann ich dir nur ans Herz legen. Bei mir war es auch so, dass es ein paar Jahre nur interessant war, aber noch nicht die Zeit. Vielleicht ist es für dich jetzt der Zeitpunkt, wo du sagst, dann nutze ich die Zeit, einfach meine Ernährungsweise umzustellen, denn dann wird das Fasten obereinfach, obereasy. Also vertrau auf deine Intuition und dass die dir immer die richtigen Impulse und Zeichen bringt, wie vielleicht auch heute. Ich freue mich, wenn wir uns dann am dritten Fastentag wiedersehen. Ich wünsche dir alles Liebe und bis bald!